Hallo und herzlich willkommen hier zur weiteren Folge hier von Kader Computing Version 3.0. Ich wünsche allen einen schönen Samstag. Denkt mal richtig. Wir werden den Traktor jetzt auftanken und dann nehmen wir einen Düngersteuer nehmen und dann Dünger nehmen und dann auf Feld Nummer 10 fahren. Und da schon mal vor düngen. Ich habe leider die Tankfässer nicht voll bekommen. Wahrscheinlich brauche ich einen anderen Tanksilo. Aber ich lasse einmal da den LKW stehen. Vorläufig. Wahrscheinlich muss ich den Deckel aufmachen. Und dann kann ich da auch entsprechend tanken. So. Machen wir kurz aus. Probieren mal. Geht nicht. Dann nur kurz LKW rein. Deckel auf. Ne, bei Regen ist ungünstig, aber. Ne, aber was soll's, ne? Muss ja irgendwie gehen, ne? Denn sobald. Und ist voll. Wieder zumachen. Wenn es zu nass wird, ne? Wenn wir einen vollen Tank haben, ne? Voll Wasser, ne? So. Wir nehmen jetzt einen Düngersteuer und machen eine offensichtliche Bank, was ist hier? Kalk werden wir auch noch kaufen müssen. Aber erstmal nicht. So, Düngersteuer. Den roten, der andere ist ja für Kalk. Der Kalk können wir auch so einen Traktor verwenden. Aber dann muss ich einen Überladewagen verwenden, den anderen jedenfalls, um da Kalk reinmachen. Ein bisschen Dünger haben wir drin, aber wird nicht reichen. Aber wir haben ja ein Lager was eingefahren. Das hat er geklappt am Anfang. Warum jetzt mal abkürzig mit Autreif? Da wird sich ja, spätestens noch nicht alle Aufnahmen fertig habe. Weiter rausstellen beim Testen. Ob ich hier die Ecke in den neuen machen werde, mal sehen. Den eigenen globalen Markt, das funktioniert. Noch viel haben nicht da, ne? Das ist nicht viel mit 52.000. Ein Anhänger haben wir gerade mal geschafft. Na gut. Für mich wird es immer reichen für anfangs. Zur Aushalt muss ich noch ein bisschen da haben. Ne? Saatgut ist null. Ja, hat nicht viel geklappt. Das Fahren. Wahrscheinlich auch daran. Es kann auch sein, dass ich jetzt, da ich keinen Sack drin habe und keinen Dünger, ich habe sie verkauft, dass er dann nicht annehmen wollte. Das könnte natürlich sein. Obwohl er normalerweise auch nicht gehen kann. Ich weiß es nicht. Ich muss es kurz und Schluss testen, weil das macht jetzt mit drin keinen Sinn. Weil ich habe jetzt zwar das Speichern der Wahl auf nun reduziert, aber ständig was verlieren und was von vorne anfangen, das kostet auch zu viel Zeit. Feld 10 heißt die Devise. Wir fahren Feld 10, das geht. Ja, hier können wir langkommen. Jetzt machen wir die. Ja, lackieren müssen wir bald wieder, ne? Also, die haben vielleicht lackiert, die Produzenten, ne? Also. Ja, am Blech oder am Schutzblech kann sein, aber okay, beim Lack so extrem. Gut, auch kein Rost zu sehen ist, ne? Die haben wir versinken. Blech genommen wahrscheinlich. Ja, später werden wir verchromtes haben, ne? Wenn das komplett die Farbe runter ist, dann geht es auch wieder. Ja, mal schauen. Zum nächsten Jahr machen wir das mal. Ja, ich wollte so vieles machen, ne? So viel nachflügen. Ich komme nicht dazu. So. Hier ist ja Feld 13. Das gehört uns ja nicht. Ich spekuliere zwar, was zu kaufen, aber wie gesagt, ich weiß nicht genau, ein globaler Markt aufbauen. Ein bisschen Terraforming. Das eine oder andere vielleicht noch aufstellen, ne? Ja, mal sehen. Halt viel Arbeit. Anfangs ist ein bisschen viel. Weil sonst wäre ja die, teilweise die Aussaat schon ja, erledigt gewesen. Ne? Wenn man viel im Herbst machen würde. Würde man jetzt nur im Frühling Mais und vielleicht Soja und Sonnenblumen machen. Ne? Aber wie gesagt, das ist am Anfang ist so, wenn man Karte neu startet, dann muss komplett neu die Aussaat gemacht werden. Ist von Season so eingestellt. Weil alles andere würde wahrscheinlich durcheinander kommen. Also vom Startpunkt der Frucht, von der
mit Düngemodus oder hier mit Wachstumsstufen. Es wäre ja ungünstig, wenn die jetzt plötzlich erst im Januar reif werden würde, ne? Da würde es ja nie passen. Ne? Wir fahren erstmal Richtung Felsen. Ja, mit Düngen. Vollgas, Junge, Vollgas. Die machen halt nur 53 km/h, aber fürs Feldarbeit ist gut. So eine kleine Felder überlege ich zu kaufen für die, naja, zum Testweise Klee, Luzerne und sowas, ne? Das überlege ich mir noch. Das können wir auch zu Heu machen. Müssen wir auch trotzdem Heuschlacke bauen, weil Thüringen neigt zu viel Regen. Und das ist Heu zu machen schwierig. Also Heutrocknung, da muss man wieder spezielle Trocken haben. Das geht nicht so einfach, Heutrocknung kommt Heu raus, ne? Also, überlegen. Also die Silage geht sich hier einfach, aber wir schalten ja nur links an, ne? Im Modus, das alles auszusuchen ist möglich. Das ist nur egal, was man da rein macht. Hauptsache Stroh, Silage und ja, Heu. Da schon Feld 10. Hier rauf. Später muss ich noch hier viel angleichen, also hier Outlife-Kurse einstellen und sowas. Hat man noch gemacht, ja. Aber wie gesagt, das ist nicht so ganz so wichtig. So. Feldmodus, Kurzgenerierung, Feldmodus 10. Wir machen zwei Vorgewände. Im Engelfeld ist das nicht. Zwei Vorgewände, das kann bei 7% bleiben. Und Feld 10. Kurz generieren. Der wird bald im Weg stehen, der eine Traktor hier. Ah, schon fertig. Den ersten Wegpunkt. Fahrer einstellen. Und das kann er ja machen. Falls wir die erste Runde nicht schaffen, dann können wir den Helfer arbeiten lassen. Ne? So, das läuft. Und wie gesagt, das ist hier allgemein so schlecht. Ne? Hier muss ich nacharbeiten, das mache ich gleich. Da hinten leicht abheben, hier ist es noch nicht. So, dann gehen wir gleich mal auf diese Problemstellen. Ne? Ich muss mal sehen, dass ich mal wieder Autodrive, gleich den anderen aktualisiere und Crossplay, vielleicht liegt es daran, versetzt fahren ist vielleicht nicht ganz so ideal. Das macht er ja automatisch mal alleine, der Bruder. Da oben wird gar nicht geflügt. Jetzt sehen wir nicht die Beine, macht er noch viel Zeit nach. Dann muss er bald repariert werden. Ja, aber ist leider so, ne? Ja, ich überlege noch, was könnte ich bei euch vorstellen, ne? Mich reizt ja Port Royal 4, wenn ich euch was sagen würde, das wird mal... Ja. Ich habe ganz früher mal gespielt, die 3. Ich muss mir da mal die Zeit nehmen und das mal zulegen. Vielleicht zum Freitag mal... Version angespielt, ne? Und dann schauen. Gibt es ja auch sehr schöne Sachen, die man da machen kann. Ist ja auch Produktion und Landwirtschaft, ne? Karriere auf See, ne? Oder Aktion ist fertig. Das ist typisch, wenn man gerade was macht. Ich sehe gerade hier, der Rechner ist schon wieder warm. Das kann nicht an. Jo. Google Chrome wurde installiert. Hat er wieder alleine gemacht. Ist dann nicht günstig bei der Aufnahme, ne? Wenn da was anderes an nebenbei läuft. Also ich wundere, wenn er abstürzt. Oder überlastet ist, ne? Mal kurz mal gucken, mit die Maus. Die ist da. Dann gehe ich mal, was ihr nicht sehen könnt. Temperatur. Ja, 70 Grad, das geht, ne?
Der Prozessor im Aufnahmerechner, der hat eben mal vor kurzem, recht lange her, ausgepustet vom Staub mit Luftdruck. Und nun ist er anscheinend hier was voll, aber das kann doch nicht sein. Aber da plane ich ja einen Umtausch. Dann haben wir mehr Power. Aber wie gesagt, das dauert noch ein bisschen. Weiß ja nicht, wie lange das dauert hier. Ob schon verfügbar ist, das ist das nächste, ne? Ja, die Ecke können wir so nicht lassen, das geht nicht, das ist... Verstehe ich auch nicht ganz, wieso das nicht geflügt hat, ne? Kann natürlich sein, dass er nicht ganz klar kommt. Ja, Regen ist typisch in Thüringen, aber es meldet sich trocken an. Ich müsste mal gucken, beim nächsten Mal muss ich mal hier den Modus einstellen, wegen Leistung der Grafikkarte und so. Wow. Wieder raus. Wäre doch interessant zu sehen, ob das abflankt wird aktuell. Auch nicht während der Aufnahme. So, dann wäre noch, ja, Feld 10, da sollte er aber nicht hin. Da ist so klein für. Da soll eigentlich der andere Flug, der Holland. Und dann sind wir hier mit durch. Also hier ganz alles würde ich nicht nachflügen hier. Also die Ecke hier noch, hier und da hinten noch die eine Ecke. Wir haben zum Glück Seemaschinen, die auch kuppern können, ne? Und daher ist es nicht unbedingt notwendig. Was wir machen müssen, ist immer reparieren. Ne? Gut. Haben wir Hochpreis schon mal markiert? X. Nee. Ja, Standard haben wir gemacht. Hof 3 ist da. Hof Futterabladen zur Not, ja. Abladen, Dünger, Saatgut können wir hinfahren. Das geht. X. X haben wir schon gehabt. Hm. Hier gibt es kein Fahrt. Okay. Ich muss ja ein paar Kurse einfahren, es ist ja leider so. Weil die alten Kurse, die kann ich nicht übernehmen. Ich müsste noch Feld Nummer 29 hinfahren und düngen. Wir werden mal bis zum Traktor ranfahren. Und dann den anderen klar machen. Ne? Das Düngen dauert ja auch eine gewisse Zeit und wäre ganz hilfreich, wenn das schon vorher fertig wäre. Denn nach dem Flügen muss ja wieder gedüngt werden, beziehungsweise hier und da mal gekalkt werden. Und der ist ja nicht mehr richtig voll, aber in Richtung nur so aufladen, ne? Und bei Gelegenheit mal den Saatgut mitbringen. Ja. Sobald mit dem Aussaat beginnen können. Zumindest meist dauert noch ein bisschen, aber hier und da sicherlich. Getreide, Weizen und Gerste zum Beispiel wäre ganz gut. Zwiebel wäre mal interessant. Können wir auch machen. Verkauf, ne? Mit 12 haben wir die Kühe versorgt. Das ist auch ganz gut. Da haben wir ein bisschen eine Sorge weniger. Aber ich soll ein bisschen Wasser geben, ne?
Das ist die Pumpe, müssen wir aktivieren. Die müssen wir aufstellen und mal gucken, wo das am besten stehen könnte, ne? Damit die auch entsprechend dann wirkt. Also auch funktioniert. LKW suchen, der auch entsprechend den Diesel dann fahren kann, beziehungsweise abladen kann, ne? Vielleicht Standardfahrzeug, ne? Aber so kleine Fahrzeuge, dann macht ja auch keinen Sinn. Oder haben wir noch einen großen da? Muss ich mal gucken. Wäre ja ganz gut, wenn wir was hätten, um die Hochtankstelle vollzukriegen. Ja, anfangs ist viel Arbeit. Also wie gesagt, das ist anstrengend, sagen wir so. Alles zur gleichen Zeit. Wegräumen müsst ihr ehrlich machen, aber wie gesagt, das ist kann ich erst machen, wenn jetzt die vier Sämaschinen dann entsprechend arbeiten und dann die Arbeit vollrichten. Ne? So, dann mal gleich mit Dünger einknallen und dann Richtung Feld Nummer 29 fahren. Da muss ich aber auch jetzt die Feldpunkte irgendwie mal wieder aktivieren, ne? Also dass wir da hin verlassen können. Dünger muss hier rein. Da muss ich irgendwann ein Saatgut herbringen. Aber wie gesagt, ich möchte ja auch nicht, dass es abstürzt, ne? Das wäre ein Zeitpunkt, wo es ganz gut wäre, aber schlecht fürs Verabschieden, ne? Ich weiß ja, wo das liegt. Und hier globaler Markt muss man hier planieren. Hier die Ecke. Oder Regen hat aufgehört. Wie schön. So, liebe Schauer, das soll es auch für heute gewesen sein. Ich sage mal vielen Dank fürs Reinschauen. Dann seid mal tschüss. Ciao, ciao. Ja, morgen Sonntag geht's weiter. Und dann sehen wir weiter, wie wir da hinkriegen mit, ja, die Kettle und Kopf. Die Folge muss ich noch machen. Beziehungsweise hochladen. Tschüss. Bis morgen.